Hallo ihr Lieben, heute gibt's einen total saftigen Zitronenkuchen. Er besteht aus einem Rührteig und getränkt habe ich ihn auch noch, ich zeige euch später noch womit, und getoppt habe ich ihn mit einem leckeren Zitronenguss. Zuallererst zeige ich euch die Zutaten für den Teig. Wir benötigen Mehl, Speisestärke, Eier, außerdem Zucker, neutrales Öl, Buttermilch, wer mag, kann Natron verwenden und Backpulver, außerdem Vanilleextrakt oder Vanillezucker und Zitronensaft. Zuallererst werden die Eier zusammen mit dem Zucker in der Küchenmaschine etwa 5 Minuten lang cremig geschlagen. Wer keine Küchenmaschine hat, kann das Ganze selbstverständlich auch mit dem Handrührgerät machen. Nachdem alles schön cremig ist, geben wir die flüssigen Zutaten mit hinzu, also Buttermilch, Öl und auch den Zitronensaft. Falls ihr eine Bio-Zitrone habt, dann nehmt auf jeden Fall noch den Abrieb davon. Das schmeckt auch super lecker im Kuchen. Nun wird das Ganze gerade so untergerührt, bis sich alles verbunden hat, und vergisst auch euren Vanilleextrakt nicht. Wer Vanillezucker verwendet, der kann das ganz am Anfang mit hinzugeben, wenn ihr auch den weißen Zucker mit hinzugibt. Nun geben wir die trockenen Zutaten mit hinzu und an der Stelle gebe ich Natron und Backpulver bereits zur Speisestärke und sieb das dann in den Teig hinein. Da der Zitronenkuchen schon Säure enthält durch den Zitronensaft und auch durch die Buttermilch, können wir hier ganz einfach Natron mit dazugeben, damit der Kuchen besser aufgeht. Wer kein Natron hat oder das nicht verwenden möchte, der kann das auch ganz einfach durch Backpulver ersetzen. Nachdem auch das Mehl komplett hineingesiebt wurde, rühren wir alles noch einmal um, so lange bis sich alles miteinander verbunden hat. Hier seht ihr die Konsistenz des Teigs und nun kann er gebacken werden. Den Teig fülle ich jetzt in meine mit Backpapier ausgelegte Springform. Die hat übrigens einen Durchmesser von 26 cm. Dann wird er bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen für 30 Minuten in der unteren Einschubleiste gebacken. Nach dem Backen wird der Zitronenkuchen noch getränkt, damit er noch saftiger wird, und hierfür pressen wir uns zuallererst den Saft einer Zitrone aus. Dann geben wir noch lauwarme Milch und Honig mit hinzu. Wer kein Honigfan ist, der kann auch die Menge ganz einfach durch Puderzucker ersetzen. Dann wird alles gut miteinander verrührt, so lange bis der Honig geschmolzen ist.
Der Zitronenkuchen durfte nach dem Backen etwa 5 bis 10 Minuten abkühlen, er ist also noch lauwarm. Und jetzt schneide ich oben noch den Hubbel ab. Den kann man meistens leider nicht vermeiden, denn wir haben Natron und Backpulver drin und deshalb geht er so schön auf. Die Reste werden dann einfach so nebenbei vernascht und jetzt geht's weiter mit unserer Tränke. Hierfür einfach den Ring wieder drumherum geben und dann stechen wir mit einem Zahnstocher zum Beispiel in den Teig ein. Die Mitte müsst ihr dafür nicht mehr einstechen, die haben wir schon aufgeschnitten, sondern eher noch den Rand. Darüber kommt dann die vollständige Zitronentränke und der Kuchen kann vollständig auskühlen. Nach dem Kühlen geht's weiter mit dem leckeren Zitronenguss, den bereiten wir zu aus Puderzucker und Zitronensaft. Damit wir einen dickflüssigen Guss erhalten, geben wir immer etwas Zitronensaft zum Puderzucker und rühren dann um, um zu sehen, wie die Konsistenz ist. Nachdem der Guss dann ungefähr so eine Konsistenz hat, ist er fertig und wir können weitermachen mit dem Dekorieren. Der Zitronenkuchen durfte in der Zwischenzeit schön auskühlen und nun gebe ich ihn mit Hilfe eines Tortenretters auf meine Tortenplatte. Damit wir ein schönes Finish erhalten, geben wir den Guss auf den Kuchen und lassen den an den Seiten herunterfließen. Der Guss muss dann nur noch fest werden und das geht super schnell und dann könnt ihr den Kuchen auch schon anschneiden. Für mich ist das der saftigste Zitronenkuchen, den es gibt und ihr müsst ihn unbedingt mal ausprobieren. Falls ihr jetzt auch diesen leckeren Zitronenkuchen nachmachen möchtet und euch vom Geschmack selbst überzeugen lassen möchtet, dann schaut mal unten in die Infobox, da stehen wie immer die genauen Mengenangaben und ich freue mich wie immer sehr über Fotos auf Instagram mit dem Hashtag Kikis Kitchen. Falls ihr jedoch Lust habt auf einen total saftigen Mohnkuchen oder eine leckere Schokoladentarte, dann bleibt bis zum Schluss dran. Ich verlinke euch beide Videos in der Endcard und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Tschüss!